Porsche hat mit der jüngsten Generation des 911 GT3 R einen neuen Kundensport-Rennwagen vorgestellt. Der Herausforderer für den weltweiten Einsatz in GT3-Serien basiert auf der aktuellen Generation des 992 und kann mit Beginn der Saison 2023 durchstarten. Die Entwicklung begann bereits 2019. Das Hauptaugenmerk lag auf einer verbesserten Fahrbarkeit für Profis und sogenannte Gentleman-Fahrer sowie größeren Leistungsreserven, je nach Einstufung durch die Balance of Performance. Auch eine vereinfachte Handhabung des Rennwagens für die Teams und optimierte Laufzeitkosten standen im Mittelpunkt. Und der neue 911 GT3 R tritt in große Fußstapfen. Sein Vorgänger hat seit 2019 in 4 Saisonen so gut wie alles gewonnen, was es in der GT3-Szene zu gewinnen gab. Zu seinen Erfolgen zählen Gesamtsiege bei den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps. Aber auch in den USA war das Modell erfolgreich bei den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring. Das neue Modell blickt einem noch umfangreicheren Arbeitsspektrum in den Händen der Kundenteams entgegen. Ab 2024 dürfen GT3-Rennwagen wie der neue 911 GT3 R erstmals auch bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen. Zu den Kernstücken des neuen Rennfahrzeugs zählt der seriennahe auf der 911 Generation 992 basierende Motor. Wie beim Vorgängermodell handelt es sich um einen wassergekühlten 6-Zylinder-Boxer mit 4-Ventil-Technologie und Benzin-Direkteinspritzung. Neu ist vor allem der Hubraum. Analog zum 911 RSR legte der neue 911 GT3 R von 3.997 um gut 5% auf 4.194 Kubikzentimeter zu. Hierdurch ist die Spitzenleistung des Motors auf rund 416 kW bzw. 565 PS gestiegen. In erster Linie hat Porsche aber den Drehmoment und Leistungsverlauf für das gesamte Drehzahlband optimiert. Damit kommt der neue 4,2 Liter Sechszylinder speziell Gentleman-Fahrern entgegen. Der Hochdrehzahl-Sechszylinder kommt weiterhin ohne Turboaufladung zurecht und sitzt klassisch im Heck, wo er sich positiv auf Traktion und Bremsverhalten auswirkt. Er wurde um 5,5 Grad nach vorne geneigt, um mehr Freiheiten für den Unterflurdiffusor zu schaffen. Nebenaggregate wie der Generator und der Klimakompressor rücken gut einen Meter weiter nach vorn und tiefer in den Freiraum vor Motor und Getriebe. Dies wirkt sich positiv auf die Gewichtsbalance des 911 GT3 R aus. Das sequentielle 6-Gang-Klauengetriebe ist eine Ableitung vom aktuellen 911 GT3 Cup. Die Lenkradwippen steuern eine elektronische Schaltwalzen-Aktuatronik, die besonders schnelle und präzise Gangwechsel ermöglicht. Das vielfach im Detail modifizierte Fahrwerk des neuen 911 GT3 R unterstützt die Fahrbarkeit, präzisiert das Lenkverhalten, sorgt für einen geringeren Verschleiß der Hinterreifen und verkürzt den Zeitaufwand für Abstimmungsänderungen. Hierfür kamen zahlreiche Komponenten und Lösungen aus dem 911 RSR zum Einsatz. An der Vorderachse übernimmt ein hochmodernes Doppelquerlenker-Layout die Führung der Räder. An der Hinterachse versieht eine Mehrlenkerkonstruktion ihren Dienst. Die weiter verbesserten Rennsportstoßdämpfer von KW lassen sich 5-fach verstellen. Für Setup-Modifikationen stehen sogenannte Shims bereit. Diese Zielwertscheiben ermöglichen schnelle Feinjustierungen, ohne dass anschließend das Fahrzeug zeitaufwendig neu vermessen werden muss. Die optimierte Positionierung zentraler Anlenkpunkte der Vorderachse schafft Raum für das aerodynamische Race Underfloor Concept. Wie beim 911 RSR zielt es mit seinem höheren Unterboden auf eine störungsfreiere Anströmung des Heckdiffusors ab und verringert so die Pitch-Sensibilität des Rennwagens, also seine Reaktion auf eine verringerte Bodenfreiheit vorne, wie sie durch das Einfedern beim Anbremsen auftreten kann. Die Hinterräder wanderten etwas weiter zurück und verlängern den Radstand des 911 GT3 R von 2459 auf 2507 mm. Auch dies sorgt dafür, dass weniger Gewicht auf den Hinterreifen lastet, um eine konstante Performance im Wettbewerb am Ende längerer Stints zu erhalten. Neben den Aluminium-Monoblock-Rennbremssätteln stammen nun auch die Bremsscheiben des neuen 911 GT3 R vom Spezialisten AP. Die vorderen Stahlscheiben sind innen belüftet und geschlitzt. Bei einem Durchmesser von 390 mm werden sie von 6 Kolben umfasst. Hinten kommen 370 mm Scheiben und 4 Bremskolben zum Einsatz. Eine verfeinerte Software-Applikation für das Renn-ABS der 5. Generation senkt den Reifen- und Bremsverschleiß. Auch die Traktionskontrolle von Porsche erhielt eine Weiterentwicklung. Der neue 911 GT3 R ist nach dem 911 GT3 Cup das zweite von Porsche Motorsport entwickelte Rennfahrzeug, das auf der aktuellen Generation 992 aufbaut. Seine Leichtbaukarosserie in intelligenter Aluminium-Stahl-Verbundbauweise basiert dabei auf der Serie, wurde für den Einsatz im 911 GT3 R aber stark modifiziert. Inklusive Front- und Motorhaube, Türen, Seitenteilen, Heckflügel und Dach bestehen nahezu alle Karosseriekomponenten aus leichtem Carbon. Für die Radhäuser kommt Aramid zum Einsatz. Bei dem neuen 911 GT3 R steht die Funktionalität über allem. Dennoch konnte Porsche Style erneut besonders schöne und harmonische Formen verwirklichen. Sie betonen das Erbgut des Elvers und vereinen es mit ausgefeilter Effizienz. Dies gilt im Besonderen für die Aerodynamik.
Sie verbindet einen höher angesetzten Unterboden im Bereich der Vorderachse mit einem erstmals durchgängig vollverkleideten Unterboden und dem Heckdiffusor. Dies verbessert den Abtrieb, ohne den Luftwiderstand nennenswert zu erhöhen. Der Heckflügel erhält eine Schwanenhalsaufhängung. Sie sorgt für eine ungestörte Unterströmung und verbessert damit die aerodynamische Wirksamkeit des Bauteils. Auch in puncto Sicherheit folgt der neue 911 GT3R einem kompromisslosen Ansatz. Der Sitz rückte weiter in die Fahrzeugmitte. Hierdurch konnte Porsche die ergonomischere Sitzposition optimal auf den verbesserten Überrollkäfig und den neu entwickelten 4-Seiten-Aufprallschutz abstimmen. Die Anpassung an den Fahrer geschieht wie beim Vorgängermodell über die Längsverstellung des Lenkrades und der Pedalerie. Auch den 6-Punkt-Sicherheitsgurt nahmen die Spezialisten von Porsche unter die Lupe. Über speziellen Rampen rutschen seine Zunge nun noch schneller ins eigentliche Schloss. Dies kann bei einem Fahrerwechsel rund eine Sekunde an Boxenstopp-Standzeit einsparen. Das Lenkradkonzept stellt eine Weiterentwicklung aus dem Vorgängermodell dar. Dabei vereint es auch Elemente, die sich im aktuellen 911 GT3 Cup und dem 911 RSR bewährt haben. Das 10,3 Zoll große Display zum Beispiel stammt aus dem erfolgreichen Markenpokalauto und das Multi-Switch-Konzept aus dem Le Mans-Klassensieger. Die Hochleistungs-LED-Frontscheinwerfer des 911 GT3R setzen auf die sogenannte Kollimatorentechnik, die Porsche unter anderem für den neuen LMDH-Prototypen 963 entwickelt hat. Ihre Funktionsweise ist einem Brennglas ähnlich, nur im umgedrehten Sinne. Sie sorgt für eine besonders großflächige Ausleuchtung der Strecke vor dem Rennwagen und übertrifft das bisherige Modell, das bislang schon als Klassenprimus galt, nochmals deutlich. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen 911 GT3 R auf der Rennstrecke.